Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute hier bei einem neuen Video, ein neues Thema, ganz, ganz klar. Falls du mich noch nicht kennen solltest, wie gesagt, Katja Amberg, mein Name. Ich habe mich auf das Gebiet der toxischen, narzisstischen, leidvollen Beziehungen spezialisiert und helfe da ganz gezielt den Betroffenen, diesen unendlichen Schmerz zu lösen, endlich loslassen zu können, die ganzen Hintergründe aufzudecken und vor allem zu lösen, die zu dieser Beziehung geführt haben. Bleiben diese ungelöst, macht man eben diese leidvolle Erfahrung wieder und wieder. Wieder und wieder, bis man dann eben so weit ist und sagt, okay, könnte was dran sein an diesen Mustern, ja, an diesen Verhaltensweisen, die man von der Kindheit eben schon mitgebracht hat, und löst es dann. Dieses toxische, narzisstische ist ja oft nicht nur in Beziehungen anzutreffen, sondern auch sehr, sehr häufig in Freundschaften. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, wenn du eben ähnliche Erfahrungen gemacht hast, dass sich das in vielen Bereichen durchzieht wie ein roter Faden, aber auch viel am Arbeitsplatz mit Kollegen und so weiter. Also von daher ist egal, welche Baustelle, wichtig ist auflösen auf einer Baustelle und somit löst es sich für dein Leben auf, also egal in welchem Lebensbereich. Ja, heute haben wir das Thema, hey, du schuldest mir noch was, du schuldest mir noch Liebe. Ja, dieses Gefühl, etwas getan, gemacht, sich verausgabt zu haben für den anderen und dann am Ende dazustehen und nichts als nur einen Tritt zu bekommen. Ja, und diesen Satz so oder ähnlich höre ich oft von Klienten, meistens von Frauen in meiner Praxis, sind nun mal der größte Anteil Frauen, die schon sehr, sehr lange in toxischen, narzisstischen Beziehungen drin sind oder waren, die 20, 30 Jahre Ehe zum Beispiel mit einem narzisstischen Partner hinter sich haben und ja, die einfach gegeben und gegeben haben. Das kann aber auch in kürzeren Beziehungen der Fall sein, dass du dich verausgabt hast, dass du gedacht hast, Mensch, bei allem, was ich gemacht habe, ich habe alles für diesen Menschen gemacht, alles. Und am Ende kriege ich jetzt nur einen Arschtritt auf gut Deutsch oder werde zum Dank dafür belogen und betrogen. Und dass man wirklich, nachdem man wirklich alles, sein Ganzes aus dem Herzen rausgegeben hat, dann dasteht und sagt, und du schuldest mir jetzt noch Liebe und Anerkennung, ich habe mich zerfetzt für dich und das ist der Dank dafür. Und da ist diese Lösung drinnen versteckt. Denn wenn du jetzt verbittert und empört vor deinem Ex-Partner stehst und sagst, du schuldest mir aber noch Liebe, du schuldest mir aber noch das, dann kann ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht die Liebe. Dann hast du Liebe und Handel verwechselt. Und das geht sehr, sehr vielen so. Und wie alles, was ich hier sage, ist es kein Vorwurf, sondern einfach die Wahrheit, die dir helfen soll, das zu verstehen, dass du eben dich nicht wieder so ausgenutzt fühlst, so verausgabt fühlst, so betrogen fühlst, weil du in der Kindheit lernen musstest, dass es Liebe ist, weil man ganz viel gibt. Du hast gelernt, der andere ist wichtiger als du. Wenn du ganz, ganz viel gibst, dann bist du lieb, dann wirst du geliebt, dann bekommst du auch was zurück. Du hast wahrscheinlich gelernt, wenn ich das und das gemacht habe, bin ich liebes, gutes Mädchen, dann hast du dafür Aufmerksamkeit bekommen. Nicht immer, aber immer wieder mal. Und diese Strategie geht so weiter. Das haben so viele gelernt. Ich will nicht sagen, dass es alle gelernt haben, aber sehr, sehr, sehr viele. Und viele verwechseln Liebesbeziehungen. Oder sagen wir mal so, viele leben Liebesbeziehungen wie ein Handel, wie ein Deal. Ich gebe dir, du gibst mir. Wenn ich dir das gebe, musst du mir das geben. Aber das ist nicht die Liebe. Das ist ein Handel. Das ist ein Deal. Ja, also wenn mein Mann mir jetzt hilft, zum Beispiel die Autoräder zu wechseln, die Winterreifen raufzumachen, dann koche ich ihm was Schönes. Oder wenn mein Mann, was weiß ich, irgendetwas baut oder
was Handwerkliches macht, dann muss ich halt mal die Zähne zusammenbeißen und mit ihm ins Bett gehen und Sex haben, obwohl ich gar keine Lust auf ihn habe. Ach, einfach Augen zu, Zähne zusammenbeißen, ist ja schnell vorbei. Aber er hat ja das und das für mich gebaut. Er hat ja das für mich gemacht. Genauso andersrum. Ich war immer so lieb, ich habe das und das gemacht. Also jetzt muss mein Mann mich aber wirklich mal hier verwöhnen. Und jetzt habe ich aber mal eine Massage verdient. Und jetzt muss er doch einfach mal zu mir sagen, dass ich toll und dass ich wunderbar bin. Man erwartet diese Bestätigung und diese Dinge immer von außen, die einem fehlen. Die Wahrheit ist, dass man das sich erstmal selber geben muss und dass es nicht die Liebe ist, von dem anderen Menschen das zu erwarten. Wie gesagt, man kann solche Beziehungen leben, viele leben diese Beziehungen vom Dealen, vom Handeln. Ich gebe dir und du gibst mir und wenn du das nicht gibst, hast du den Vertrag gebrochen, dann gibt es aber da mal eine heftige Strafe. So leben viele Beziehungen. Aber es ist nicht die Liebe. Und das sind eben auch nicht glückliche Beziehungen. Beide fühlen sich irgendwie gefangen. Beiden fehlt irgendwie was. Beide fühlen sich nicht wirklich frei und die Liebe lässt immer frei. Freilassen in der Liebe bedeutet nicht, dass ich meinem Partner alles erlauben darf, dass der alles machen darf. Das meine ich nicht. Natürlich sollte es Bedingungen geben in Beziehungen. Oder Werte, die man sich vermittelt. Ich stelle mir das so und so vor. Wie stellst du dir das vor? Wie kommen wir hier beide zusammen? Aber dieses Lieben, Aufmerksamkeit geben, Zärtlichkeiten geben, das sollte nicht an Bedingungen geknüpft sein. Denn das ist Liebe. Liebe ist immer, sollte immer freiwillig sein. Wenn es nicht freiwillig ist, ist es keine Liebe. Dann ist es irgendetwas, was der andere dir zuliebe macht. Der andere fühlt sich ja auch nicht frei. Jetzt mal ehrlich, fühlst du dich denn da frei und geliebt, wenn du was für einen anderen machst und sagst, so, jetzt muss er mich zurücklieben? Das fühlt sich doch auch nicht gut an, wenn du spürst, der andere macht es gar nicht mit großem Herzen. Der macht es gar nicht, weil er es will, sondern weil er es muss, weil er sonst alles auf den Deckel kriegt, weil du sonst rumzeterst. Oder umgekehrt, ja? Das kann nicht der Weg sein und es kann nicht die Liebe sein. Und wie viele Frauen, es sind oft Frauen, die sich verausgaben, die sich selbst verraten, indem sie sich für den anderen aufopfern. Und natürlich wundert man sich dann, warum der Partner einen verrät und betrügt und belügt, weil du es vorher selbst gemacht hast. Unbewusst natürlich. Da ist die Chance der Lösung drinnen versteckt. Viele Frauen bleiben am Ende verbittert zurück mit so einem ja, bitteren Gefühl, das ganze Leben verschwendet, vergeudet zu haben, weil man es ja so gelernt hat von Mama. Was hat Mama vorgelebt? Der Partner, der Mann ist der Wichtigste. Machen, machen, tun, bekochen, 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 alles geben, geben, geben. Dass man dann mal ein bisschen, mal ein schönes Wort, mal so ein Schulterklopfen zurückbekommt. Und das ist klar, das macht unzufrieden, das verbittert, weil am Ende diese Rechnung nicht aufgegangen ist. Ja, dieser Handel, dieser Deal ist nicht aufgegangen. Und wie im Geschäftsleben fühlst du dich dann betrogen und bist wütend auf den anderen? Der hat mich ja hier jetzt echt verarscht, hat mich hier arbeiten, zappeln lassen und jetzt wo ist die Liebe, die er mir versprochen hat? Kann doch wohl nicht wahr sein. Die Lösung liegt in diesem Fall in dir zu erkennen, rückwirkend, dass du dich geirrt hast, dass es Liebe nicht auf Leistung gibt. Dieses Erkennen des Irrtums geht wie immer nicht im Kopf, sondern in deinem Inneren, bei deinem inneren Kind, was immer noch denkt, ich muss mir Liebe verdienen, ich muss ganz, ganz lieb sein und dann auch immer wieder enttäuscht wurde. Schaue und finde heraus, wo es war und löst es auf, dass eben Liebe man sich nicht verdienen, erkämpfen muss und sich nicht dafür selbst aufgeben muss, um ein bisschen Liebe zu bekommen. Wenn du in deine Selbstliebe kommst, wenn du erkennst, wie liebenswert du bist, wenn du erstmal alles, was du von dem anderen willst, dir selbst gibst und ich sage nicht, dass du keinen Partner mehr haben sollst, sondern das ist eben diese innere Arbeit, von der ich spreche. Und das muss man fühlen.
und erleben. Wenn man das nicht fühlt und erlebt, bleibt es graue Theorie. Und es ist eine Freude mit anzuschauen, wenn ich hier Menschen begleiten kann, die sich dann, oder begleiten darf, muss ich ja sagen, die sich dann selbst erkennen, die ihren Wert erkennen, die erstmal gut mit sich umgehen. Und erst dann kommt man in diesen Modus, fühlen zu verstehen, dass Liebe frei ist, dass man Liebe nicht erzwingen muss, dass man Liebe nicht aus den anderen rauspressen muss oder hermanipulieren muss. Es ist ja auch eine Art Manipulation. Ich bin jetzt so, so, so lieb zu dir, dass du mich lieben musst. Das ist auch aus einem inneren Mangel raus. Füll diesen Mangel in dir auf. Es kann von außen auch gar keiner dir dauerhaft diese Liebe, diese Bestätigung geben, die dir fehlt. Selbst wenn es einer könnte, du könntest auf Dauer diese Liebe gar nicht annehmen. Mache ich nochmal ein extra Video dazu, warum es nicht möglich ist, solange man sich selbst nicht liebt, die Liebe von außen anzunehmen. Klingt jetzt ein bisschen verrückt, weil wir wollen ja alle Liebe, aber sobald die vor der Tür steht, die große Liebe, und sagt, hier bin ich und du liebst dich noch nicht selbst und behandelst dich wie den größten Schatz. Ich sag dir, du schmeißt die Tür so schnell wieder zu, weil du das gar nicht annehmen kannst, geht gar nicht. Wie gesagt, erkläre ich nochmal im Extra-Video, das würde jetzt zu umfangreich werden. Also das heißt, auf gut Deutsch nochmal zurück, dein Partner schuldet dir gar nichts. Ihr habt dieses Spiel gespielt von Handel, von Dealen. Du gibst mir, ich gebe dir. Der Partner hat das gegeben, was er konnte. Weil er hat ja natürlich genau die gleichen Themen oder ähnliche Themen wie du. Ihr sitzt ja beide im selben Boot. Dass du erkennst, nee, er schuldet dir gar nichts. Aber du schuldest dir was. Und ich mag das Wort Schuld auch gar nicht, weil es geht gar nicht um Schuld. Sag mal so, du hast Nachholbedarf mit dir selbst, für dich, dir diese Liebe, diese Anerkennung zu geben, die du anderen zuerst gegeben hast oder die du von anderen erwartest. Und wenn du da genau wissen möchtest und erleben möchtest, wie das geht, dann schau mal auf meine Website www.liebenohneleiden.de. Da gibt es ganz viele Informationen. Da gibt es auch Selbsthilfemöglichkeiten. Schau da einfach mal rein. Wenn da Fragen bestehen, gerne Fragen, Kommentare, sehr persönliche Dinge, einfach per E-Mail mich fragen an verwandlung@hausmariposa.de. verwandlung@haus-mariposa.de. So ist es richtig. Jetzt dachte ich doch, jetzt fehlt hier was. Genau. Und also von daher gibt es da wirklich Hilfe raus. So, Frage für heute beantwortet. Dein Partner schuldet dir keine Liebe. Du bist dir noch deine Selbstliebe schuldig. Schuldig sagen wir nicht, ersetzen wir von. Du darfst jetzt anfangen, dich zu finden, dich zu erkennen, dich zu lieben, dich wertzuschätzen, dich als die Prinzessin, als die Königin zu sehen, was du dir so wünschst, was dein Partner in dir hat sehen wollen sollen. Er konnte es nicht sehen, weil du dich selbst noch nicht erkannt hast. Je mehr du dich erkennst, wie wertvoll du bist, umso mehr können es die Menschen im Außen erkennen. Vielleicht jetzt nicht dieser aktuelle Partner, weil der war wahrscheinlich nur in deinem Leben, um dich auf dieses Muster hinzuweisen, um diesen Trigger in dir einzuschalten, damit du jetzt die Chance hast, das zu lösen, der dich dazu gebracht hat, jetzt dieses Video zu schauen, um aus diesem Leid rauszukommen. Ja? Und ja, dafür wünsche ich dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg auf deinem Weg, mit welchem Weg auch immer, mit welchem Tool auch immer. Und ich hoffe, mein Video hat jetzt meinen Beitrag dazu, ja, beigetragen, dass du jetzt noch klarer siehst, noch ein bisschen mehr verstehst. Mit jedem Video klickert es hier oben ja immer mehr und auch dein Unterbewusstsein hört ja auch immer zu. Ja. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Video. Bleib schön gesund und jeder Tag ist ein Geschenk.
Tschüss.